So, also willkommen zurück zum Management Simulator 2024. Wollen wir das gesamte Eisen verschieben? Naja. Dauert jetzt nicht so lange. Wisst ihr, die ganzen anderen Sachen müssen immer rumpendeln, ne? Ja, die Sachen pendeln immer noch rum. Süß. A little bit cute. Ich wurde ja auch mal gebeten, so ein paar Bauprojekte, die ich so als Admin mache, auch im Let's Play mit aufzunehmen. Und ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten, glaube ich, in der letzten, erzählt von der Anlage, die ich da am Spawn, also für den Spawn bauen würde. Ich glaube, das können wir tatsächlich hier im Rahmen des Let's Plays auch machen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Das war ein schönes Bauprojekt. Das kann man auf jeden Fall machen. Oh, Leute, ey. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das machen möchte. Also, wie, wo ich, ne, also, wo genau ich das machen möchte. Ob ich da wirklich direkt in der Nähe vom Spawn eine Fläche mache, wo man einfach hingehen kann und da halt die ganzen Sachen dann gedroppt werden. Und dann dementsprechend halt aufgesammelt werden können. Oder ob ich das nicht doch nur mit einer Tür mache und die direkt am Spawnpoint hinsetze, also unter Spawnpoint oder über dem Spawnpoint, sodass man direkt, wenn man mit Slash Spawn direkt in der Mitte vom Spawn steht, man dann die Sachen bekommt. Könnte aber vielleicht. Ah, nee. Nee, ich glaube, ich glaub mit einer extra Fläche, wo man dann so mehrere Spots hat, wo die Sachen droppen können, finde ich schon schöner. Ja, doch. Machen wir das mit einer separaten Fläche. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Yay. Tja, also wir können echt bald komplette Hochhäuser aus Stahlblöcken bauen. Stahlblöcke haben wir definitiv mehr als genug für sowas. Hallo? Oh, war schon voll. Also ich habe gerade eben mein Inventar gar nicht geleert gehabt. Ich habe nur einmal drauf geklickt, muss aber zweimal drauf klicken, damit alles reingeht. Ach, nur noch 30.000 Blöcke. Das geht ja. Das ist so abstrakt einfach. Das ist einfach so abstrakt. Aber eben 30, ja, stimmt, das heißt jetzt aktuell mit unserer aktuellen Konfiguration passen genau 100, also so ziemlich genau 100.000 Blöcke rein, ne? Weil alle 10.000 Blöcke haben auch 1%. Jetzt haben wir fast 29.000 Blöcke, 29%. Wow. Zufall oder habe ich mir damals echt was dabei gedacht? Hey, ich glaube, das ist eher Zufall. Aber ein schöner Zufall. Weil eben, wir hatten erst einfach die Dinger gebaut. Ne, andersrum. Erst die Dinger gebaut. Genau. Erst haben wir die Dinger gebaut, weil wir halt damals nur Obsidian hatten. Und dann hatte ich gesagt damals, okay, wir bauen. Weil wir dann ja durch die Anlage relativ viel Smaragd hatten. Mithril. Mithril, ne? Dass wir dann jetzt. Danke dafür. Auch hier diese Mithril-Dinger bauen können. Warum ich denn nur zwei gemacht habe pro Ding, weiß ich nicht. Ich glaube, weil es einfach zu teuer war. Für mein Herz. Ja, auf jeden Fall hat sich einfach so ergeben, dass man zwei davon und zwei davon hat. Aber dass man damit so ziemlich genau auf 10.000 Blöcke kommt, ist natürlich schon praktisch.
Ich meine, ich weiß auch gar nicht. War mal kurz. Eine Kiste hat. Ist eine normale Kiste. Und eine normale Kiste hat. Ah, verdammt. Genau, 8x4. Genau. Das heißt, 320 Blöcke könnte man reinpacken. Natürlich, ne, pro Feld sind nicht 100 Blöcke, sondern nur 99. Aber so fürs grobe Rechnen gehen wir mal von 100 aus. Das heißt, 320 Blöcke. Noch grober, wenn es also 300 Blöcke. Das heißt, 300 Blöcke. Wenn wir also 100.000 Blöcke haben wollen, dann bräuchten wir 30? 33 bräuchten wir, ne? 33. Genau, 33 mal 3 sind 100. Richtig falsch. Warte kurz. Also, wir wollen 100.000 Blöcke haben. Und haben nur 300. Heißt, wir brauchen. Also, wir teilen jetzt einfach mal beides durch 100. Dann wären wir also bei 100.000, hätten wir nur noch 1.000. Also 1.000. Aber wenn jetzt 1.000 durch. Also 100.000 durch 300. Da komme ich aber auf 3.300. War ich nicht gerade falsch? Warte mal kurz. 100.000 durch 300. Genau, sind 330. Aber 330 haut doch mit dem hier gar nicht hin. Das sind doch viel weniger als 300. Ich verstehe gerade nicht, warum da 100.000 reinpassen. Laut meiner Überschlagung dürften da nur 10.000 reinpassen. Nicht 100.000. Das macht gerade alles nicht allzu viel Sinn. Warum passen da 100.000 rein? Eine Kiste hat 300 Blöcke. Was ist da drin? 13, 13, 5, 5. Das heißt, 13 plus 5, ne, dann sind wir bei 18. Das sind also 2 mal 18, also 36. Plus das, was sowieso in die Kiste reinpasst, sind wir bei 37. Das heißt, das müssten 37 mal 300 Blöcke sein. Da kommst du nicht auf 100.000. Wie kommt diese Zahl zustande? Bin ich gerade dumm? Ja, ich bin dumm. In eine Kiste passen keine 300, sondern 3000. Eben, das sind ja 100er Blöcke und wir haben 30 100er Blöcke. Da kommst du auf 3000, nicht auf 300. Ja, okay. Da, doch, dann macht es Sinn, genau. Das heißt, wir haben 3000 pro Kiste. Das heißt, wenn wir die 100.000 durch 3000er Kisten teilen, bräuchten wir 33 Kisten. Also 34. Ja. Und da wir hier jetzt 37 haben, passt das ganz genau hin. Das heißt, es passt sogar etwas mehr als 100.000 rein. Damit also so ziemlich genau 100.000 reinpasst, können wir gleich mal durchrechnen. Also eine schöne Matheaufgabe. Das alles in eine Formel zu packen. Muss ich erstmal in den Fenstermodus gehen, gleich. Oh Leute, ey, gleich fertig. Die ganzen großen Batzen haben wir jetzt schon alle. Jetzt alles nur noch so ein bisschen was ist das? Kleinzeug. Ich hoffe, es ist auch alles richtig hier.
Ja, so. Manchmal drücke ich nicht zweimal, sondern nur einmal. Dummer Ronny. So. Ich gehe mal kurz wieder in den Bildschirmmodus. So. Aha. Paperkorb. Ne, whatever, whatever. So, also, wir wollen auf 100.000. So. 100.000 ist das, was wir wollen. Jetzt kommt's. Das Ganze wollen wir in Kisten haben, wo 3000 Blöcke reinpassen, aber es sind nicht genau 3000 Blöcke, sondern es sind 99 mal 32. So. Das heißt, wir bräuchten 31,5 Kisten. Na komm, das ist ja schon die ganze Formel. Mehr Rechnung ist da ja gar nicht. Das heißt, wir bräuchten 32 Kisten. Ja, das heißt, wir bräuchten 31 Erweiterungen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie waren das nochmal? Wenn wir 31 Kisten noch zusätzlich brauchen. So, der Fenstermodus hier. So ein 13er Block fügt da keine 13 hinzu, ne? Sondern der fügt ja nur 12 hinzu. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir 31 hinzufügen wollen, dann müssen wir hier also mal mit 4 rechnen und hier müssen wir mal mit 12 rechnen. Das heißt, wir haben hier 16. Oh, da passt ja doch wesentlich besser. Da haben wir jetzt hier genau 16. Nee, haben wir nicht. Doch, genau. 4 plus 12 sind 16. Das Ganze zweimal, ne, sind wir bei 32. Und wir brauchen genau 31. Das heißt, wir bräuchten hier statt zum 5er ein 4er oder hier statt zum 13er ein 12er. Beziehungsweise wir können auch statt. Genau, wir bräuchten nicht. Wir müssten hier einen rausnehmen und dafür zwei Dreier reinpacken. Ne, wenn wir hier einen 5er rausnehmen und zwei Dreier reinpacken. Nee, reicht nicht. Nee, halt, passt nicht. Wir müssten ein 3 und ein 2er haben. Aber ein 2er gibt es, glaube ich, gar nicht. Doch, es gibt ein 2er. Wow. Aber es gibt kein 3er. Sehe ich gerade. Doch. Ah, okay. Das heißt, wir müssten ein Obsidian rausnehmen, dann ein Stahl und ein Gold reinpacken. Und dann hätten wir nämlich genau 32 mal 99 mal 12er Upgrade plus ein 12er Upgrade plus ein 4er Upgrade. Also jeweils natürlich immer eine Zahl höher. Das wäre ein 13er Upgrade, das wäre ein 13er Upgrade, aber es kommen halt immer zwei dazu. Plus ein 13er Upgrade plus ein 13er Upgrade plus ein 5er Upgrade plus ein 3er Upgrade. Plus ein 2er Upgrade. Und dann plus das, was sowieso in die Kiste reinpasst. Plus 1. Dann sind wir genau über 100.000. Oh. Und jetzt aktuell haben wir ja hier statt einem 2er und 3er Upgrade haben wir ein 5er Upgrade. Und deswegen sind wir wesentlich mehr über die 100.000. Ja. Gut. Ein Glück würde ich mit so einer Berechnung niemals ein Let's Play verschwenden. Wow, wir haben ja auch 43%. Mathematik, Leute. Mathematik. Mit dummen Sachen nachrechnen kann man so viel Langeweile vertreiben. Es macht einfach Spaß. So. Ich verstehe nicht, warum Leute so Mathe so hassen. Ist das beste Fach, um Langeweile zu vertreiben. Also, ob man nun Sudoku macht in der Freizeit oder Knobelrätsel, also hier so eine Worträtsel oder sowas macht oder einfach mal ein paar komische Sachen nachrechnet, ist doch Kopf übersprungen. Habe ich meine Maus verstellt? Ja. So, da müssen wir wirklich jedes Fach für sich einzeln durchprobieren, ob wirklich auch alles dahin geht, wo es hingehen soll.
wenn die Kiste leer ist, müsste da jetzt eigentlich genau ein so blauer Block hinkommen, automatisch, sofort. Achso. Ach. Manchmal vergesse ich immer zweimal zu klicken. Irritierend. Da denke ich immer, ich nehme keine Kisten, keine Sachen mehr auf, weil der Server gerade hängt oder sowas. Ich meine, es war zum Glück schon lange her, dass unser Internet so schlecht war. Aber es ist halt trotzdem noch so in meinem Kopf drin, dass ich halt immer davon ausgehe, ah, scheiße, schon wieder Internet kaputt. Hängt schon wieder alles. So, jetzt müssen wir gleich fertig sein und damit müssen wir gleich ein blauer Block nachkommen. Ja, perfekt. So. Oh, sind auch wieder 64%. Ah. So, hier dürfte nichts nachkommen. Denn hier müsste ja dieser Goldblock kommen. Aber der ist ja dadurch, dass er gar nicht irgendwo anders mehr hin konnte, ist der direkt gedroppt. Den haben wir vorhin aufgesammelt. Also vor ein paar Folgen. Deswegen müsste die Dinge jetzt wirklich komplett frei bleiben. Oh, mein Zeigefinger tut mittlerweile so hart weh, ey. Alter Schwede. Leute, ey, das ist eine Selbstaufopferung hier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Achso, siehst du, ich wollte übrigens noch irgendwo Mülleimer hinpacken. Fällt mir gerade mal ein. Verdammt. Ach, muss ich dran denken. Nee, ich denke definitiv nicht dran. Das mache ich jetzt. Und zwar wollte ich Mülleimer brauchten wir 1, 2, 3, 4, 5. Nee, doch, genau 5. Und dreimal Plaste. 1, 2, 3. Oder hatten wir jetzt noch einen übrig, ne? Nee, ne? Genau, wir hatten genauso viele gebaut, wie wir brauchten. Aber wir brauchen noch einen. Denn, was mir auch noch eingefallen ist. Wow, danke. Ja. Ich wollte gerade meinen Leichtsinn wieder wegschmeißen. Aber 10 Dollar haben oder nicht haben. Oder mein Geld. Das ist mein Geld, nicht dein Geld. Hä, hey, warum das denn? Hä? Hab ich das gerade? Wo war das Geld hingepackt? Leute. Oder war kein Geld? Sind wir arm? Voll der Flocker hier. Ich bin verwirrt. Irgendwo müssen wir doch ganz viele Scheine haben. Hammer Nackcoin. Da bestimmt nicht. Was ist hier noch alles drin? Was haben wir für. Lieber nicht fragen. Warum haben wir eine Ratte da drin? Was mache ich in diesem Let's Play eigentlich für ein Zeug? Alter. Oder. Das Ding ist geschützt, ne? Das heißt, das können nur wir reingepackt haben. Oder hau, da hat es jemand anderes reingepackt. Ich habe Fragen, Leute. Ich habe ganz viele Fragen. Ey, nein. Ach, hier sind ja auch noch die Dinger. Ich will übrigens bald die Maid-Droid mal upgraden. Und zwar gibt's, also die Maid-Droid, die ich hier nutze, ist zwar schön und alles. Aber das Problem ist, die wird nicht mehr aktiv entwickelt seit 7 Jahren mittlerweile. Und dementsprechend finde ich gerade mein Geld nicht. Wo ist denn mein Geld? Sag mal. Ach, leck mich jetzt, ist mir zu blöd. Und ja, wie gesagt, deswegen will ich die Maid-Droid beim nächsten großen Upgrade, also wenn, ne, der Server läuft jetzt mit der Version 5.8,
Und wenn jetzt aber, wenn die Version 5.9 von Mindtest rauskommt, dann wird doch wieder großes Mod-Update durchgeführt. Mods-Update. Und in dem Zuge will ich dann auch die Technics-Mod zum Beispiel austauschen gegen Technics Plus. Da ändern sich soweit nichts, außer dass diese Laserpistolen verschwinden. Aber die soll insgesamt stabiler laufen, vor allen Dingen auch performanter, gerade was jetzt Strom angeht, ist eine Katastrophe. Und ich werde auch die Mates-Mod rauswerfen und dafür die Mates New Generation einfügen. Die sieht optisch gleich aus, funktioniert aber etwas anders und ist auch mit der alten Mod nicht wirklich kompatibel. Soll heißen, dass die Mates, die bis jetzt rumlaufen, dann alles an und Blöcke sind, oder an und Items, die dann rumfliegen. Und auch die Items, die man im Inventar hat, dann, ne? Deswegen, also, die Sachen, die bereits gebaut wurden, ja, die wurden halt bereits gebaut, egal, aber ihr braucht jetzt nicht groß anfangen, neue Sachen zu bauen. Aber lohnt sich nicht. So, meine Idee war nämlich, ne, man kann ja hier als Spieler, der mir schaden möchte, ne, wobei, schaden ist es nicht wirklich, aber man könnte hier ganz viele Items reinschmeißen und die werden alle von der Anlage nicht akzeptiert. Und wandern dann dementsprechend alle hier nach ganz hinten in die Kiste. Und da könnte man so viele Items reinschmeißen, dass die Kiste hier irgendwann voll ist. Und deswegen natürlich auch hier eine Mülltonne. Damit, wenn hier irgendwann so viel Scheiße drin ist, so wie das zum Beispiel, ja, dass dann die Sachen auch einfach gedroppt werden. Denn, klar, wir verlieren dabei natürlich Sachen, wenn die einfach vernichtet werden. Aber besser, wie als wenn ihr irgendwas breakt und die Sachen einfach hier alle auf dem Boden liegen oder irgendwelche anderen Spieler sich die Sachen hier einfach einsammeln können. Möchten wir ja nicht. Ne? Ich zerstöre lieber Diamanten, als die anderen Spielern zu geben. Das ist mein. Gut. Ich hoffe, Diamanten werden nie weggeschmissen. So, und was wir auch mal wieder gucken müssen, was mir gerade einfällt, ist das hier eigentlich? Haben wir auch schon lange nicht mehr nachgeguckt. Ah, siehst du, wir haben da vorne auch noch Briefkasten. Oh, drei Bürger. Das Bürgertum kommt zu Besuch. Wann ja, hiervon. Oh, ein Guidebook. Muffin. Schnieke. Das Witzige ist, dadurch, dass nur wirklich der Besitzer dieses Inventar sieht, kann ich Dinger nicht mal als Walker ausleeren. Weil selbst als Walker sehe ich nur diesen einen Punkt, wo man Sachen reinpacken kann. Ja. Weil mir kam nämlich, als ich unten die zerplatzten Rohre gefunden habe, dass die Anlage überall gelaufen ist, und ich dann die Dinger hier gesehen habe, fiel mir ein, scheiße, die Dinger kann ja auch irgendjemand voll spammen. Und eben, als Walker kann ich die Dinger aber nicht leeren, sondern können wir wirklich nur immer im Rahmen des Let's Plays machen, wenn ich als Ronix on bin. Denn nur der hat Zugriff aufs Inventar. Cool. Oh, Essen. Essen ist immer gut. So. Achso. Leder, haben wir sowas überhaupt? Nee, ne? So, Tierarzt. Oh, guck mal, hier haben wir sogar auch ganz viele Knochen. Ah, ne, okay, 170. Jetzt nicht so viel. Ne, ich glaube, Leder. Also, Tiersachen haben wir hier gar nicht. Für Ultra-Veganer. Könnte ich aber mal eine Kiste machen, ne? Siehst du, ich habe gerade eh Hunger. Ein Apfel, ein Muffin und ein Burger. Achso. Ah, wow, okay, gut. Wir brauchen gar keinen Muffin mehr. Apfel reicht aus. Mann, die Bürger war richtig satt. Nice. Bin ich ja direkt mal interessiert. Was brauchen wir dafür alles? Hey, wie hab ich Köpfe sogar aktiviert? Burger. Oh ja. Cheese. Not bad, not bad. Also. Spammt meine Briefkästen mit Burger. Kann man immer vertragen. So, okay, wir brauchen jetzt aber, wir brauchen erstmal, gut, das Ding kann leider weg.
Wofür ist eh? Fat Guidebook. Die Dinger werden, diese Bücher, die man am Anfang bekommen hat, werden übrigens nicht mehr, also erstens gibt es diese Rackmod, die an sich ja gar nicht mehr. Ja, eben, gibt es gar nicht mehr. Nevermind. Ich wollte gerade sagen, ich habe das, dass diese Bücher am Anfang ins Inventar kommen, habe ich deaktiviert. Aber wie gesagt, ist jetzt eh egal, weil die gesamte ERC-Mod gibt es nicht mehr. Ist ja Vergangenheit. Ist ja. Die wurde entfernt. Eine Axt. Cool. Die packen wir mal da rein. Na komm. Ich schreibe mir mal auf hier. Ich wüsste aber immer noch gerne, wo mein ganzes Geld abgeblieben ist. Wo habe ich das denn hingepackt? Ich war mir sicher, dass wir sie entweder hier drinne hatten oder in der hier in dem Ding. Wobei ich sehe gerade, das Ding ist gar nicht abgeschlossen, oder? Kann sein, dass da andere Sachen, Leute einfache Sachen rausnehmen können? Ich glaube ja, ne? Das Ding und das Ding hier, die beiden waren ja gar nicht abgeschlossen. Also hatte ich das vielleicht wirklich hier drinne und jetzt ist es nicht mehr drinne. Das kann natürlich sein. Ja gut. Oder wir haben sie irgendein von diesen Backpacks drinne. Kann natürlich auch sein. Nö. Ah doch, guck mal. 6 Taler haben wir drinne. Ah. Hat also jetzt irgendjemand ganz viel mein Geld. Jetzt ist das also doch sein Geld. Nicht mehr mein Geld. Ich bin so traurig. Okay, let's go. Komm hier. Das Leder brauchen wir erstmal. Aber es wurde uns geschenkt. Irgendjemand hat sich doch dabei was gedacht. Da wollte uns doch jemand was Gutes tun. Wir können es nicht einfach wegwerfen. Ich pack's mal hier unten hin. So. Weißt du was? Mal ja. Wir machen mal Tiererzeugnisse. Packen wir mal irgendwo. Hier ist Essen. Dann packen wir das mal hier auf die Seite. Hier hinten zum Beispiel. So. So, weiter im Text hier. Hätten wir das mit Oma gemacht. Das heißt, Mülleimer und Restekisten und die zwei Puffer kann ich wegmachen. Ja, siehst du? Eben, dieses Briefkästen leeren habe ich nämlich gar nicht aufgeschrieben gehabt. Ein Glück habe ich da gerade dran gedacht. So, Door-Ausfall sicher machen kann ich auch rausstreichen, haben wir auch schon. Oder sind gerade dabei. Das ist ganz Uran, Alter, ey. Das gesamte Gebiet hier müsste so hart verstrahlt sein. Da wäre so eine Kernschmelze da unten, wäre ein Witz dagegen. Von dem, was von diesen beiden Kisten gerade ausgeht. Das müsste die gesamte Map komplett verseuchen. Like for real. Alter, das ist ja sowas von abstrakt. Vor allem ist der Uran, glaube ich, auch extrem schwer, ne? Die Kisten müssten so viel wiegen, Alter. Wenn man mal bedenkt, ja, also vor allem hier auch Blei genauso, ne? Ein Block hat ja im Spiel eine scheinbare Kantenlänge von 1 Meter. Das heißt, das ist 1 Kubikmeter. Ein Block ist 1 Kubikmeter. Das sind also, wie viel waren es insgesamt? 30, ja. 60.000 Kubikmeter. Digga, das müsste so viel wiegen. In der Kiste müssten die Sachen so hart komprimiert sein, da müssten sich schon schwarze Löcher bilden. Holy Guacamole. Das ist einfach krank. Ja, schon echt ein bisschen krank. Ihr kranken Schweine. Ach, gleich geschafft. Oh mein Gott, Alter. Ah, Folge schon wieder zu Ende.
Aber dann bis zur nächsten Folge.